Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren The Forest reingeschaut. Ihr hattet euch gewünscht, dass ich mal ein The Forest reingeschaut mache zum Ende, wenn das Flugzeug abstürzt. Für alle die es noch nicht gesehen haben, macht jetzt lieber aus, es ist ein krasser Spoiler. Vorab, einmal kurz, Leute, ich bin mega erkältet, ich habe übelst die Grippe und nicht, dass ihr euch fragt, warum, wieso, weshalb ich mich so anhöre. Und zwar sieht das Ganze so von außen aus. Hier starten wir und kommen mit dem Fahrstuhl an. Wir schweben mitten mit dem Gebäude in der Luft. Hier, wir sind quasi an dem Balken. Ich gehe jetzt einfach mal ein ganz schönes Stückchen nach links. Und wir gucken mal, wo wir hier uns auf der Map befinden. Und ihr seht schon, also die Station schwebt quasi in der Luft. Und es sieht einfach für uns so aus, als ob wir in der Station quasi am Berg wären. Und jetzt gucken wir uns hier oben mal dieses Ding an, was sich quasi dieses Alien-Ei, was aussieht wie, finde ich, fast wie ein Käfer, der gerade schlüpft, so ein Alien-Transformer. Und hier wird ja immer die Druckwelle gestartet, die quasi die Flugzeuge zum Abstürzen bringt. Und ja, da fände ich auch persönlich sehr cool, wenn mal ein bisschen noch Story dazu kommt, was das für ein Teil ist, weil... Ganz ehrlich, das ist Alien-Technologie und wird nirgendwo erwähnt, in keinem Dokument, wo man mal irgendwie nachlesen kann, wovon das ist oder in einer Kassette. Dann kommen wir nach hier hinten, hier kommen wir ja einfach durch und ja, hier kommen wir quasi mit unserer Person an. Ich würde sagen, den Rest machen wir jetzt einfach mal per Fuß. So, hier kommen wir um die Ecke, laufen einfach geradeaus und ja, dann kommt ihr hier in diesen Raum. Und wie gesagt, also ich persönlich fände mega cool, wenn man nochmal ein bisschen Story hierzu bekommen würde. Und an sich finde ich das Ende hammergeil, aber trotzdem, ich fände einfach persönlich, es wäre mega geil, wenn es noch mehr geben würde. Hier ist dann der Tisch, was haben wir eigentlich hier für Bücher? Lass uns das auch alles mal von nah angucken. Mutation in Human Genetic Disease, okay. Hier haben wir noch ein paar andere Bücher. Dann hier auf der anderen Seite haben wir... Ja, aha, aha. Auch nochmal ein paar Bücher zu uns Menschen und allem. Dann haben wir hier den roten Knopf, den wir quasi betätigen. Und ja, die Schallplatte, hier das Radar. Was haben wir denn hier? Kann man hier lesen, was hier steht? Nicht so wirklich, nicht so wirklich. Ja, und hier hinten halt noch die Sessel. Auch ganz spektakulär. So, okay. Ja, ich würde sagen, dann starten wir doch jetzt gleich einfach mal das Flugzeug und die Endsequenz und gucken einfach mal, wie das von außerhalb aussieht. Und ja, ich würde sagen, let's go und schnell raus hier, zack. So, jetzt seht ihr das einfach mal von außen. Wir starten quasi jetzt den Knopf, überlegen, ob wir es tun sollen. Dann lädt sich oben links der Kern auf. Und danach kommt die Druckwelle und die verteilt sich quasi. Und dann kommt das Flugzeug, eigentlich von oben rechts müsste es kommen. So, wir gucken einfach mal. Und ich würde sagen, so müsste eigentlich ganz gut sein. So, da lädt sich das Ei auf. Das sieht man jetzt relativ krass. Okay, da ist die Druckwelle. Habt ihr sie gesehen? Oh mein Gott, nice. Und wo bleibt das Flugzeug? Da hören wir es schon. Es müsste ja eigentlich gegen die Scheibe knallen. Und... Da ist es. Ja, okay. Es knallt nicht vor die Scheibe, aber wenn wir drin stehen, sieht es so aus. Ja, krass. Crazy. Ja, Leute. Und bevor ihr in der in den Kommentaren schreibt, zeigt doch auch nochmal die TV-Show aus dem anderen Winkel. Die TV-Show geht leider nicht. Irgendwie kriege ich hier die Mod-API nicht zum Greifen, weil man quasi gar nichts selber machen muss. Und hier kann ich leider nicht von außerhalb zeigen, deswegen schreibt es gar nicht erst in die Kommentare. Falls euch noch was anderes einfällt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Peace out.